Besonders ausfällig waren aus meiner Sicht zwei Dinge. Zum einen, die Bekämpfung von Steuerkriminalität spielt für die neue Landesregierung eine äußerst untergeordnete Rolle. Finanzminister Lienkämper überträgt Entscheidungen auf die Oberfinanzdirektion und handelt nicht selbst zum Schaden der ehrlichen Steuerzahler. Zweitens war es auffällig, dass es innerhalb der Koalition erhebliche Widersprüche gibt. Während die FDP behauptet, Steuer-CDs dürfen zukünftig nur noch nach Diskussionen im Kabinett gekauft werden, behauptet Herr Lienkämper das Gegenteil. Hier gibt es Streit und das ist besonders gefährlich, weil die FDP sich zum Schutzpatron der Steuerhinterziehung gemacht hat.